Willkommen zurück. Wir sind mal wieder auf unserem Leviathan, bereiten uns auf die nächste Mission vor. In der letzten Folge haben wir ja den Uralten erweckt und genau mit dem reden wir jetzt. Du hast Fragen. Die Urzerk sagen, der Schwarm sei korrumpiert. Was hat der gefallene Xel'Naga Amon getan? Er wollte unsere Stärke, die Fähigkeit, Essenzen zu stehlen. Doch wir waren frei und folgten ihm nicht. Er band die Zerg an einen einzigen, übergeordneten Willen. Ohne eigene Identität wurden sie seine Sklaven. Der Schwarm, das ist Amons Korrumpierung? Ja. Ein schreckliches Schicksal für einen starken Urzerk. Meine Königin, warum haben wir den Uralten geweckt? Seine Kraft übertrifft selbst deine. Der Uralte ist der Schlüssel zu den verborgenen Kräften von Cerus. Und ich brauche dieses Wissen. Aber wird er uns nicht vernichten? Wir setzen alles auf eine Karte. Die Terraner machen so etwas, wenn ihnen ihr Instinkt sagt, dass die Zeit reif ist. Ich verstehe. So wie der Terraner James Rayner, der nach Char kam, um dir deine ursprüngliche Form zurückzugeben? Ja, genau so. Das einzige Problem damit ist, dass man manchmal auch verliert. Okay, wir alle sind uns einig, dass James Rayner immer noch am Leben ist. Wir gehen jetzt noch hier in die Grube rein. Urzerk, inakzeptabel. Müssen ausgelöscht werden. Ohne Überreste. Urzerk vernichten. Was meinst du damit? Urzerk-Fernkämpfer auf Schlachtfeld gesehen? Basieren auf Hydralisken. Urzerk haben Entwurf von Schwarm gestohlen. Schwarm nur Stunden, Tage auf Planet, wird bereits kopiert. Aber Tur, bist du etwa verärgert? Inakzeptabel. Macht vom Schwarm Stärken zu assimilieren. Urzerk dürfen nicht stehlen. Mach dir darüber keine Sorgen. Sie werden auf unserer Seite sein, bevor ich hier fertig bin. Ach, das eben gerade waren gar keine Original-Hydralisken, sondern wirklich eine Kopie von uns. Ich hätte gedacht, so sehen eben die Urzerks aus. Na gut, hier oben sehen wir unsere Mutalisken. Da gehen wir gleich mal rein, denn wir können natürlich hier wieder drei Fähigkeiten auswählen. Bösartig, rasche Regeneration und hier eben die explodierenden Angriffe. Da machen wir 9 Schadenspunkte mehr gegen gepanzerte Ziele. Ein Anstieg von 100%. Könnten wir gebrauchen. Was haben wir hier? Da bekommen wir 3 weitere Sprünge. Wir können bis zu 6 Ziele angreifen. Und der Ursprung macht höheren Schaden. Na gut, ich würde sagen, wir nehmen das hier. Alles klar. Kerrigan noch reingucken. Was können wir hier so tun? Okay. Noch 4 Punkte brauchen wir. Gut, hier haben wir nichts. Dann gehen wir hier rein. Begib dich zum Geburtsort der Zerg. Dort wirst du geprüft werden. Vielleicht wirst du zerrissen. Doch wenn dein Zorn stark genug ist, gehört die Macht von Cerus dir. Oh Mann, ich glaube, Kerrigan will sich wieder verwandeln. Denn wir bekommen hier 10 Machtpunkte als Hauptzielbelohnung, 1 Machtpunkt, wenn wir das Bonusziel machen und eine neue Einheit, den Schwarm wird. Also eine völlig neue Einheit. Na gut, legen wir los. Die Suche nach Macht hat dich an diesen Ort geführt. Macht, um Mengsk zu töten. Sag mir, was ich tun muss. Diese Macht ist sogar noch älter als ich. Und sie hat ihren Preis. Was bist du bereit, für deine Rache zu opfern? Alles. Du musst die Macht spüren. Sie ruft dich. Geh zu ihr. Die Urzerk haben deine Ankunft bemerkt. Sie sind hinter dir her. Aber Tur, schick mir die Kreatur, an der du gearbeitet hast. Den Schwarmwirt.
Uressenz genutzt für Anpassung. Erschafft Schrecken, um Gegner zu töten. Okay, wir bekommen gleich mal die neue Einheit, nämlich den Schwarmwirt. Urzerk im Anmarsch. Verwurzelt Schwarmwirte, damit sie Schrecken erschaffen können. Also, was können die? Wir können sie hier drüben verwurzeln, das machen wir gleich mal und dann rufen sie den Schrecken. Sie kommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich höre. Na, und hier kommen die Kleinen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Okay, die scheinen relativ gut zu sein. 10 Schadenspunkte, gar nicht mal so übel. Wer hat dich gefragt? Und noch eine Welle. Weiter vorrücken. Kein Entkommen. Die Streitkräfte der Urzerk wurden eliminiert. Dein Weg ist frei. Also der Schwarmwirt scheint eine richtig gute Belagerungs- oder eben Verteidigungseinheit zu sein. Werden wir noch öfters sehen. Wir müssen hier drüben hin. Ein riesiger Brutschleimpool. Kerrigan will also wieder die Königin der Klingen werden. Nicht mehr lange. Der Moment ist bald gekommen. Ist dein Hass immer noch stark genug, um das notwendige Opfer zu bringen? Es ist ein Teich. Der erste Brutschleimpool. Er existierte schon, als es noch keinen Namen gab. Von diesem ursprünglichen Ort stammen die Zerg. In ihm wurde die erste Essenz zu viel. Sie verschlangen sich und gewannen an Stärke. Die ersten Zerg. Du wirst deine Macht bekommen und dich selbst verlieren. Verändere dich, werde stärker. Empfehlung: Pool meiden. Katalytische Flüssigkeit wird Körper der Königin überwältigen. Nicht stark genug. Der Hass der Königin ist stark genug. Und wenn ich überlebe, wird es mich neu erschaffen. Ich werde noch mächtiger werden als die alte Königin der Klingen. Zagara, verteidige den Schwarmcluster und den Kokon, bis ich vollendet bin. Oder tot. Ja, meine Königin. Ja, Kerrigan wird wieder die Königin der Klingen, bloß eben diesmal noch stärker. Na gut, wir machen Drohnen und müssen verteidigen. Was haben wir hier so? Die setzen wir mal hier drüben hin. Einmal hier. Und den anderen. Wir brauchen mehr Schwarmwirte. Erschafft mehr aus den Larven an der Brutstätte. Den setzen wir hier hin. Gut, wir machen den auf die 3. Ach, Moment mal, die können hier kommen, die können hier kommen und sie können hier drüben kommen. Und hier können wir expandieren. Ich würde sagen, wir schauen erstmal, dass wir genug Mineralien bekommen. Und die hier setzen wir... wo kommen sie raus? Wir lassen die mal so. Die Überreste von Bracks Truppen sammeln sich in der Nähe. Sie bereiten sich auf einen Angriff auf unseren Schwarmcluster vor. Wurzelt unsere Schwarmwirte und Krabbler am Eingang ein. Alles klar, hier drüben. Dann machen wir hier erstmal die Echse hin. So, meine Mutas, die können schon mal hier ein bisschen Terror machen. Ein wenig Schaden anrichten. Na komm, einen besiegen wir. Hier kommt einiges. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ah, die machen einen guten Job. Das könnte aber eng werden. Wow, 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 meine Queen! Gerade noch so gerettet. Okay. Wir können die sogar direkt bauen. Doch dazu brauchen wir wieder jede Menge Gas. Und wir alle wissen ja, wenn man viel Gas haben will, sollte man so schnell wie möglich anfangen.
Und hier noch ein Extraktor. Okay, wie sieht die Lage hier unten aus? Hier machen wir einmal den hier. Und ich denke mal, die nächste Welle kommt hier raus. Alles klar, auf die 4. Moment, Mineralien nehmen wir natürlich mit und dann 3 hier drüben rein. Na also, mittlerweile bekommen wir Kohle. Machen wir gleich mal einen Schößling. Ich spüre, wie sich ein weiteres Rudel der Urzerk auf der anderen Seite des Beckens sammelt. Verfälschte Zerk! Ihr habt Brak getötet, doch sein Rudel lebt weiter! Ihr Territorium gehört mir, genau wie ihre Essenz! Moment mal, noch ein Rudel? Yagdras Rudel? Und hier drüben die Seite von Brak. Hm, die gehen gegeneinander vor. Na gut, meinetwegen ein Problem weniger für uns. Die Fraktionen der Urzerk greifen sich gegenseitig an. Sollen sie sich doch gegenseitig umbringen. Wir konzentrieren uns auf den Schutz des Kokons. Genau so sieht's aus. Und wir machen die mal hier drüben hin. Ich habe euch nicht vergessen, verfälschtes Rudel. Eure Anführerin schläft. Sie wird nicht erwachen. Eure Essenz wird ein Festmahl für mein Rudel sein. Alles klar. Das Rudel macht sich bereit, unseren Schwarmcluster anzugreifen. Zeig diesen Urzerk den Zorn des Schwarms. Ja. Ich bin ja schon auf dem Laufenden. Erstmal ein paar Drohnen. Und hier drüben machen wir... Oh, die könnten auch hier drauf gehen. Mal sehen, wo die hinlaufen. Wenn nicht, müssen wir eben die Verteidigung hier irgendwo aufbauen. Okay, es geht los. Aber das sollten wir hinkriegen. 4 von den Stachelkrabblern und 5 von denen. Na, mal sehen. Wow. Hydralisken. Alles klar, die Welle hätten wir. Na komm schon, wir brauchen mehr Einheiten. Deswegen machen wir uns eine Brutstätte hier hin. Hauen nochmal ein paar Drohnen raus. Wie sieht's hier unten aus? So. Okay, die Seite hätten wir. Hier machen wir uns, Moment, und zwar hier, noch einen Tumor hin. Ein paar Overlords und dann sieht die Lage doch ganz gut aus. Na, verdammt, die kommen hier raus. Blutmutter Zagara. Wichtige Entdeckung. Uressenzen sammeln sich im Pool. Kann verwenden. Viele Schrecken erschaffen. Schwarmcluster gegen Urzerk verteidigen. Diese Urzerk geben nicht nach. Erschafft die Schrecken. Tötet sie alle. Okay, was haben wir hier? Schrecken. Na gut, rufen wir sie. Essenz sammelt sich schnell an. Oft einsetzen. Na, sieh mal eine an. Jede Menge kleine Krabbler. Und die hauen richtig gut rein. Alle 2 Minuten können wir das hier drüben aktivieren. Aber jetzt sollten wir erstmal schauen, dass wir Einheiten bekommen, denn wir haben ziemlich wenig. Und hier unten machen wir uns Overlords.
Habe ich eben gerade eine Queen verloren oder hatten wir nur zwei? Nee, eine ist hier drüben, ich dachte schon. Okay, den Tumor machen wir hier hin und hier drüben kommt die nächste Welle. Also das ganze Team wieder abrücken. Wir sollten anfangen, auf beiden Seiten zu bauen. Einer hier. Einer hier. Einer hier. So. So und so. Yatra hat Flugeinheiten der Urzerk geschickt, um den Kokon anzugreifen. Okay, Flugeinheiten, wo? Na verdammt, hier drüben. Oh verdammt, so viele Hydralisken. Ah, die gehen direkt auf meine Fliegenden mit drauf. So. Dann hauen wir mal die Einheiten raus und wir holen uns hier drüben Level 2 für den Schaden. Komm, 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 komm. Alles klar. Hier unten geht noch die Party ab. Wir sollten... Ich spüre ein mächtiges Wesen. Ein riesiger Urzerk. Tyrannozor. Wild. Extreme physische Kraft. Essenz nützlich. Muss erlangen. Keine leichte Aufgabe. Dazu müssten wir mitten durch den Kampf zwischen Yatras und Braxrudel. Okay, was haben wir hier? Einen riesigen Urzerk. Und den sollen wir kriegen. Tyrannozor. Ich denke mal, da fliegen wir direkt mit meinen Mutas ran. Und zwar hier in der Ecke. Einmal hier so rüber und dann hier unten hin. Und dann gehen wir drauf. Beide Rudel greifen uns an. Sie nehmen uns in die Zange. Na verdammt. Von beiden Seiten. Und schon wieder Fliegende. Wow, 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 wow. Doch nicht hier drüben drauf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir machen einmal den Schrecken. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Und gehen hier hin. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Was, schon wieder Fliegender? Okay, wir müssen hier hin. Die Metamorphose unserer Königin ist zur Hälfte abgeschlossen. Haltet die Verteidigungslinie. Alles klar, noch mehr Mutas. Und hier nochmal eine Ladung. Ja, schon wieder Gas. 333 und hier unten hätten wir noch einen Geysir. Dann nehmen wir den hier noch mit rein. Anscheinend wollen hier die Fliegenden hin. Machen wir einmal einen hier und einen hier hin. So, die beiden. Einen hier oben und einen Krabbler können wir noch hier hinsetzen. Alles klar, das sieht gut aus. Ich hole die Welle weg. Und dann holen wir uns den hier. Boah, machen wir Damage mittlerweile. Ich habe übrigens das Spiel auf schwer hochgestellt, denn normal fand ich mittlerweile viel zu einfach.
Okay, gehen wir durch. Wir brauchen mehr. Diese Urzerg erhalten ständig Verstärkung. Wir sollten sie umgehen. So, mal sehen. Ach, den kriegen wir locker. Gar kein Problem für uns. Tyrannozoa-Essenz erlangt. Werde Uressenzen ausführlicher untersuchen. Streitkräfte werden angegriffen. Okay, nehmen wir uns noch Panzerung mit. Drohnen, Drohnen, Drohnen. Und die setzen wir hier drüben hin. Und wenn wir schon dabei sind... What? Ach, hier unten schon wieder. Oh, verdammt, was machen meine Queens denn bitte schön hier draußen? Wir lassen mal die Schrecken zurück. Denn es könnte eventuell einen Erfolg geben, wenn wir keine Schrecken benutzen. Und aktuell brauchen wir sie auch nicht. Na, wo bleiben denn meine Werte? Da kommen sie. Okay, die Seite hätten wir. Und hier machen wir noch einen hier hin. Und einen hier drüben hin. Gut, Verteidigung. Nein, 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 nein. Wir wollen so einen machen. So. Ach, jetzt kommen sie auch hier unten raus. Die Urzerg zerstören die Felsen in der Nähe des Kokons. Ach, komm schon, kein Problem. Wir haben so viele Mutas. Der kann uns gar nichts mehr. Mutation abgeschlossen. Was können wir hier tun? Wir nehmen uns die hier. Oh verdammt, die gehen wieder auf meine kleine Basis hier oben drauf. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Okay, das kriegen die hin. Na, hier kommt noch eine Welle. Der Kokon öffnet sich. Bald wird unsere Königin erwachen. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Oh, wow, 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 von beiden Seiten. Kriegen die das hin? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Komm schon. Die Urzerg haben die Barrikade durchbrochen. Verteidig den Kokon. Na, verdammt. Noch mehr Probleme für uns. Wir brauchen noch mehr Verteidigung. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh, oh, wow, wow, wow. Wow, die Drohnen. Lenkt sie ab von der Königin. Lieber ein paar Drohnen weniger als Kerrigan. Ah. Die Urzerg greifen den Kokon an. Uressenzen vorhanden. Kann Schrecken erschaffen. Ja, ich weiß. Jetzt kommen sie aus jeder Ecke raus.
Okay, wir rufen den Schrecken. Na, hier oben ist alles dicht, aber hier unten brauchen wir noch viel, viel mehr. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mutation abgeschlossen. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Na super, das läuft ja super. Ich hätte hier unten noch viel mehr bauen müssen. Egal, jetzt hauen wir erstmal die Drohnen raus. Wir haben noch genügend Mutas. Mit den Mutas haben wir auf jeden Fall den Vorteil, dass wir die komplette Kontrolle haben. Was zur Hölle haben wir hier? Mein Rudel ist stark. Wir erobern Essenz. Wir verschlingen. Jetzt sind nur noch die verfälschten Zerg übrig. Holt euch ihre Essenz. Tötet sie. Yadras Streitkräfte sammeln sich. Sie nähern sich dem Schwarmcluster. Okay, jetzt kommen sie von allen Seiten. Okay, wir brauchen die Verteidigung hier unten. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Und die Seite. Was zur Hölle seid ihr? Und wieso zur Hölle schwirren hier meine Drohnen rum? Der Schwarmcluster wird angegriffen. Okay, hier oben halten wir die Stellung. Hier unten machen wir so ein. Und hier machen wir so ein. Die Mutas, sie gehen hier drüben hin. Königin hier. Und wir machen noch mehr Königin. Okay, hier müssen wir wieder hin. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Ah, wir müssen überall sein. Außer da vorne. Gut, die Schrecken müssen her. What? Meine Basis. Oh Gott, komplett zerlegt. Eine Minute noch. Jetzt holt ihr hier wirklich alles raus. Na, keine Panik, wir kriegen es hin. Aber wir hätten es natürlich schöner machen können. Ich habe so viele Mineralien. Den Kokon. Der Schwarm wird bestehen. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Und wir hätten natürlich viel, viel mehr von den Grapplern bauen müssen. Wäre sinnvoll gewesen. Aber mit den Mutas sind wir auch beweglicher. Noch ein paar Sekunden. Eine halbe Minute. Die Urzerg greifen den Kokon an. Auch schon wieder. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Zwölf Sekunden, der Kokon sieht gut aus. Ja, die hier oben machen einen super Job. Nur hier unten.
Okay, wir haben die Mission gemeistert und es wird richtig spannend. Kerrigan, Stufe 20 mittlerweile, 10 Machtpunkte haben wir bekommen. Ein Bonuspunkt für die Bonusmission. Ah, die Feuerprobe. Auf normal, ohne Schaden zu bekommen. Ja, okay, war ein bisschen ungünstig gebaut von mir. Ist ja auch alles blind. Beim nächsten Mal hätte ich es besser gebaut. Wir sehen uns in der nächsten Mission. Danke fürs Zusehen und tschüss!